Wegen ihm sind wir hier oder beziehungsweise wegen der Person, die er spricht. Sein Name ist Programm, the man himself. Welcome, Dorian Hunter oder Thomas Schmuckert. Hi. Hallo. Erstmal schön, dass du da bist. Sag mir, wie ist es für dich, 50. Folge Dorian Hunter? Hat das schon eine Bedeutung auch für dich, gerade als Hauptdarsteller? Ja, 50 Folgen hätten wir ja nie gedacht am Anfang, dass wir die machen. Der große Unterschied ist, ich habe heute gemerkt, ich brauche eine Brille, sonst kann ich das nicht mehr lesen im Dunkeln. Ich kann dir sonst auch einen Blindenschriftzettel anbieten. Ja, denkt man irgendwie, ja. Dorian bleibt immer 29, ich alter. Ja, aber du machst es so cool, dass man es überhaupt nicht merkt. Ne? Also es ist unfassbar. Hast du eine besondere Verbindung zu der Rolle? Also ich meine, ich weiß, du machst 1000 andere Sachen, aber gerade Dorian Hunter. Die Verbindung ist eigentlich, dass mir das am Anfang komplett fern war. So, ich habe es einmal erzählt, ich war eigentlich mit meinem Sohn, wir haben Musik zusammen gemacht in Hamburg und dann das Casting. Und das war aber vielleicht irgendwie der Schlüssel, dass ich das einfach so wie eine coole Theaterrolle für mich entwickelt habe und dann höllischen Spaß an der Figur hatte. Also diese Mischung aus Dämonen und manchmal James Bond und Actionheld und dann dreht es auch manchmal völlig ab, aber... Und manchmal coole Sau, die sich für nichts interessiert. Sau, genau, so alles. Ja. Und machst dir eine Pliers an und scheißt der Hund drauf. Ja, so alles, was man zu Hause nicht unbedingt machen sollte. Ich meine, du machst ja auch viele andere Rollen, auch Synchron, andere Hörspiele. Ich habe dich in mindestens 10 Serien in den letzten, weiß ich nicht, 8 Monaten gehört. Gibt es für dich im Hörspiel noch was Besonderes? Ich meine, Synchron, das ist halt immer so, man übernimmt das, was man vorgegeben bekommt. Hörspiel muss man so ein bisschen das, was der Regisseur macht, umsetzen. Ist das für dich noch mal was anderes? Ja, es ist immer noch mal die größere Freiheit, die man hat, einfach eine Figur für sich selber zu entwickeln. Also Synchron macht ja auch sehr viel Spaß, aber da hat man natürlich das, was vorgegeben ist und versucht, so nah wie möglich an die Figur heranzukommen. Reizvoll dadurch, dass es manchmal ein Schnelldurchlauf in 1, 2 oder 3 Tagen durch eine Riesenrolle ist, wo man an einem Tag so komplett einmal gebadet wird in allen Situationen, Gefühlen, Handlungen und so weiter. Aber das Bild ist da und die Figur ist entwickelt. Und beim Hörspiel, je nachdem, wenn es eine spannende Figur ist und ein gutes Team, dann ist es natürlich klasse, wenn man Freiheit hat. Ja, bei Dorian Hunter hast du halt auch noch die Möglichkeit, einmal den toughen Dämonenkiller zu machen, aber gleichzeitig auch manchmal den soften, der dann seine Coco vermisst oder irgendwie total fertig ist, weil alle sterben. Das stimmt, genau. Der hat Gott sei Dank ja nicht nur die harte Seite, sondern ist auch ein ganz gefühlvoller, eigentlich ja Ex-Journalist. Gerade wenn Coco spricht bei ihm natürlich viele Seiten an. Aber auch bei Lillian, obwohl er nicht mehr mit ihr zusammen ist, lässt ihn das ja nicht kalt, dass sie sich in dem Zustand befindet. Ja, dann würde ich sagen, lieber Dorian oder lieber Thomas, ich wünsche dir einen unfassbar großartigen Auftritt heute. Uns allen eine richtig fette Party und nochmal Happy Birthday, Dorian. Ja, dann geht's zurück zu den Proben und heute Abend viel Spaß allerseits. Danke, danke dir fürs Ciao. Interview. Tschüss.